Mission 6, Panzerpatrouille. Kampfpanzer? Olaf hat auch solche in seinem Besitz. Das erklärt, was mit dem verschwundenen Speer passiert ist. Dieses Mal weiß ich wirklich nicht, ob wir eine Chance haben zu siegen. Dennoch gewinnt man nicht, indem man seine große Kraft zur Schau stellt. Das weißt du jetzt auch schon, nicht? Dieses hier überlasse ich dir. Irgendwelche Ratschläge wünschen? Her damit. Im Moment kannst du den Kampfpanzer getrost vergessen. Achte nur darauf, nicht in ihre Reichweite zu geraten und angegriffen zu werden. Weißt du noch, wie man Reichweite einer Gegnermittel wird? Zieh den Cursor auf die Einheit und halt den B-Knopf gedrückt. Nun zur Vorgehensweise. Schalte zuerst die gegnerischen Einheiten zwischen den Flüssen aus. Setze die Jagdpanzer, Mecheinheiten und die Artillerie gut ein. Sende nun Infanterie zur Sicherung der neutralen Städte unter dir. Der Fluss hält den Gegner auf, bis auf seine Infanterie. Ich gebe dir mehr taktische Hinweise, sobald du diese Städte eingenommen hast. Also, Hals- und Beinbruch. Ja, wir haben hier wirklich einen Kampfpanzer als Gegner. Und Kampfpanzer sind nicht gerade sanft, wenn es darum geht, den Gegner irgendwie, ja, zu hauen. Kampfpanzer sind die stärksten Bodentruppen, die es gibt. Und ein Jagdpanzer ist ein Witz gegen einen Kampfpanzer, wenn ich euch mal so ein kleines, ja, ein anschauliches Beispiel nennen darf. So, ich brauche eine Mechaneinheit zur Sicherung. Zwei Infanterie schicke ich da runter. Eine Mechaneinheit soll da aufschließen. Du gehst in die Richtung. Du gehst hier hin. Ich entscheide in nächster Runde, was ich mit dir mache. Und dann können wir Olaf mal machen lassen. Hahaha, wie ich sie hast du meine neuen Waffen übersehen, Nell. Bald erzitterst du vor den mächtigsten Bodentruppen überhaupt. Ah ja, die APC-Krankheit. Sobald ein Gegner die Gelegenheit hat, einen TTP anzugreifen, tut er das. Es ist eisernes Gesetz. Und ja, damit kann man den Gegner immer so schöne Fallen stellen. Ja, sobald der Gegner eine Möglichkeit sieht, wird er es tun. Das ist die Frage. Hier habe ich 53%, mit der Mechanik habe ich glaube ich 70. Ich riskiere zwar, dass mein Jagdpanzer angeschossen wird, allerdings wird eine 3-Hitpoint-Artillerie nicht mehr allzu viel Schaden gegen einen Jagdpanzer machen können, wenn ich mit zwei Deckungen daherkomme. Oh, sogar 2 Hitpoints. Habe ich ein gutes Stückchen Glück hierbei noch. Also, Glück ist hier wirklich ein relevanter Faktor in diesem Spiel. Es gibt auch einige Sachen, die auf Glück bauen. Also das haben wir hier jetzt zwar noch nicht gesehen, aber ihr seht jetzt, Moment, wenn ich hier jetzt mal sehe, ihr seht ja, dass ich hier immer einen Co. habe an meiner Seite. In diesem Fall Nell. Momentan haben diese Co.s noch keine Auswirkungen. Unser Gegner Co. ist auch Olaf. Die einzige Auswirkung, die Co.s momentan mit sich bringen, ist ihr eigenes Co-Theme. Also, dass andere Musik kommen, wenn sie dran sind und so. Dass die Hintergrundmusik zum Beispiel mal, die immer drankommt, wenn wir dran sind, das ist Nells Co-Team, weil unser Co. momentan Nell ist. So, den, wobei, genau, ich lasse den da stehen. Hierbei kommt der, oh, der kommt da hin. Das heißt, ich stelle ihn besser mal hier hin. Dann kommt der Jagdpanzer bestenfalls an die Mech-Einheit ran. Und ich, und die Artillerieeinheit wird, wenn überhaupt, den APC anschießen. Na, das setzt du hier ruhig ein bisschen weiter. Na, die Artillerieeinheit zieht sich zurück. Na, mit 3 Deckung überleben sie mit 5 HP. Das ist doch auch was. So. Jetzt können wir diesen Panzer ein bisschen flankieren. Und dann ballern wir auch das letzte Stückchen Munition aus dieser Mech-Einheit noch raus.
Und wieder was besetzt. Auch wenn die Städte da unten für mich jetzt strategisch nicht ganz so wichtig sind. Ich habe eher was vor, wenn ich da oben was mache. Seht ihr aber gleich. Das ist dann auch gleich mal eine Gelegenheit zu zeigen, was ein Kampfpanzer so an Damage macht. Wenn ihr euch übrigens fragt, wie sehr sich die Deckung auf den Schaden auswirkt. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber wenn man es mal verstanden hat, ist es ganz einfach. Ein Deckungsstern gibt 1% weniger Schaden für jeden Trefferpunkt, die die Einheit noch hat. Sprich, wenn ich eine Einheit mit vollen Trefferpunkten habe, also mit 10, dann kriege ich für jeden Deckungsstern 10% weniger Schaden. Entschuldigung. Wenn ich jetzt allerdings eine Einheit habe, die nur noch 3 Trefferpunkte hat, dann kriegt die für jeden Deckungsstern auch nur noch 3% weniger Schaden. Sprich, bei einer Deckung von 1 kriegt sie nur noch 3% weniger Schaden. Hat man eine Deckung von 4 mit einer 3 Trefferpunkteinheit, dann kriegt diese Einheit noch 12% weniger Schaden. Wenn man das Ganze mal ein bisschen verstanden hat, geht das schon. Aber für Anfänger wie dieses Spiels ist es nicht unbedingt so leicht, das Ganze erstmal zu verstehen. Hier. Mit dir fange ich hier das Besetzen an. So. Jetzt muss meine Einheit wieder ein bisschen krippeln. So, und jetzt komme ich zu meinem Plan. Ich lasse hier diesen Kampfpanzer, ich bringe diese Infanterie und halte hier in die Reichweite dieses Kampfpanzers, damit der Kampfpanzer hier hinfahrt auf dieses Feld, weil nur von dort kann er die Infanterieeinheit aus angreifen, und habe hier diese Artillerie stehen. Die Artillerie kann ihn angreifen, wenn er auf diesem Feld steht. Ein Schuss von einer Artillerie fügt sogar einem Kampfpanzer nach beträchtlichem Schaden zu. Nicht so viel, wie man es vielleicht gerne hätte, aber es ist mehr als genug, wenn man mal die Kosten der beiden Einheiten mal so ein bisschen vergleicht. Also, wir hatten jetzt zwar noch keine Basen, wo wir jetzt Einheiten kaufen konnten und sowas, aber das werdet ihr später noch sehen, weil Kampfpanzer sind nicht gerade billig. Sie sind nämlich nicht nur die stärksten Bodentruppen im Spiel, sondern auch die teuersten. So, dafür muss ich mal die Munition wieder ein bisschen auffüllen, weil du hast mir gerade ein bisschen wenig. So, jetzt seht ihr mal, was ein Kampfpanzer so an Schaden macht. Ihr seht, er macht 6 Trefferpunkte an einer Infanterie. Und die Infanterie ist auf einem Berg gestanden. Habt ihr jetzt so ungefähr einen kleinen Eindruck davon, was ein Kampfpanzer machen würde, wenn die Infanterie auf einer Straße stehen würde? Kann es euch ja mal sagen, das wäre ein One-Hit-KO. Der Artillerie macht an einem Kampfpanzer immerhin noch gut 4 Trefferpunkte Schaden. Das ist besser als nichts. Vor allem, wenn man bedenkt, was ein Jagdpanzer als Vergleichswert macht. Mit einem Jagdpanzer hat man einen Standardprozentwert von 15 Schaden. Das ist, die meiste Zeit wären es 2 Trefferpunkte, wenn man ein bisschen Pech hat oder der Kampfpanzer ein bisschen Deckung hat. Ja, ein Schaden. Der lacht darüber. Umgekehrt hingegen hat ein Kampfpanzer gegen einen Jagdpanzer 85%. Und das reicht, um ihn auf einen Hitpoint runterzuhauen und ihn so schwer zu beschädigen, dass er eigentlich nicht mehr brauchbar ist. So, das Hauptquartier ist in der Reichweite. Dann schießen wir den mal weiter ab. Mit einem Trefferpunkt ist das Ding jetzt keine Gefahr mehr. Jetzt stelle ich meinen Jagdpanzer auf sein Hauptquartier. Und
Und da oben über. Ja, okay, da kann ich das auch machen. Wir können wir noch in alle vielen Module Basen hier besetzen, auch wenn wir uns nichts mehr bringen. So. Er bleibt sogar stehen. Also, hier habt ihr mal so einen Wert. Das macht jetzt noch 14% Schaden, weil er immer noch Eindeckung hat. Aber 14% Schaden bei einem Trefferpunkt ist genug, um ihn zu finishen. Ich hätte ihn jetzt auch mit der Artillerie erledigen können, aber naja, wenn ich schon mal mit einer Mechanheit einen Kampfpanzer erledigen kann, mache ich das auch. Ich dachte ehrlich, das heißt am Ende, aber du hast es geschafft. Doch Olaf hat Kampfpanzer, unsere bisherige Taktik greift nicht mehr. Du hast das Kommandozentrum um Kampfpanzer bitten. Mach weiter so. Was? Selbst bei der Kampfpanzer wurden geschlagen? Dieser Mel! Aber es hat keine Kampfpanzer zur Verfügung. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung. Gut gemacht, Julian. Gewonnen. Ein weiterer A-Rang für mein Konto. Nur mal so ein kleiner Mindfuck für euch. Der A-Rang ist nicht der höchste Rang. Es ist nur die Sache, in der Kampfübung kann man nichts Besseres als einen A-Rang kriegen. Es ist an der Zeit, Flugeinheiten vorzustellen. Wir haben ein Problem. Es gibt Schwierigkeiten mit der K-Panzerproduktion. Lumun hingegen besitzt mehr als genügend Panzer. Ihnen stehen sicher Einrichtungen zur Massenproduktion zur Verfügung. Ich habe erreicht, dass einige K-Helis und T-Helis von der Frontzone stoßen, noch viel mehr Feuerkraft verschaffen uns das nicht. Versuchen wir dennoch, sie sinnvoll einzusetzen. Die Details gebe ich dir, sobald wir vor Ort sind. Abmarsch. Mission 7. Helikopter kommen. Tag 1. Olaf ist ziemlich raffiniert. Sieh nur, wo seine Truppen stehen. Erstens immer einen Schritt voraus. Ich wusste nicht, dass er Flugeinheiten hat. Ich habe ihn unterschätzt. Aber er hat, wie erwartet, ein paar Kampfpanzer in Stellung gebracht. Ein frontaler Angriff wäre waghalsig. Wir müssen entweder sein Hauptquartier besetzen oder all seine Truppen schlagen. Aber angesichts von Olafs Truppen bleibt uns nur eins. Wir müssen das Hauptquartier besetzen. Könntest du bitte diese Infanterieeinheit als erstes anwählen? Es gibt einen kleinen Funfact hier für dieses Level. Wenn man es schafft, hier Olafs Truppen auszulöschen, ohne sein Hauptquartier zu besetzen, gibt es ein alternatives Ende von dem, was Mel am Schluss sagt. Allerdings kriegt man dafür einen C-Rang, weil man einfach einen Haufen Verluste hat, nicht allzu viel in einer Runde besiegen kann und weil das Ganze wesentlich länger dauert, als wenn man einfach nur das Hauptquartier besetzt. Ich werde hier jetzt einfach nur das Hauptquartier besetzen, wenn ihr es wollt. Das dürft ihr in die Kommentare schreiben, dass ich euch zeige, wie man dieses Level macht, ohne das Hauptquartier zu besetzen. Dann sagt das bitte. Also schreibt es in die Kommentare und ich zeige euch, damit das geht. Ich kann das nämlich. Das gegnerische Hauptquartier liegt unter dir. Aber Infanterieeinheiten können das Meer nicht überqueren. Wir können dorthin marschieren, aber bei all gegnerischen Truppen... Hier sind Transporthelis von Vorteil. Erinnerst du dich an TTPs? Transporthelis können wie TTP Infanterie und Mecheinheiten laden. Aber auch sie führen keine Waffen und können kein Feuer öffnen. Nimm jetzt mit dem Transportheli eine Einheit aus Fracht auf. Deine Truppen sind nun Fracht des Transporthelis. Wähl ihn bitte an. Sieh nur seinen Bewegungsradius. Ja, Transporthelis können Gewässer überqueren. Außerdem hat das Gelände keinen Einfluss auf ihren Bewegungsradius. Gut, setzen wir ihn dorthin. Ja, das ist die Sache an Flugeinheiten. Flugeinheiten können wirklich überall hin. Und ja, es macht ihnen wirklich nichts aus, wenn sie auch immer über den Wald fahren, Wald fliegen müssen, weil sie fliegen ja drüber. Das heißt, sie werden nicht in ihrer Bewegung eingeschränkt. Das ist der Vorteil an Flugeinheiten, sie können ja auch übers Meer fliegen. Entlade nun die Infanterieeinheiten mit einem Lernbefehl. Nur hier kannst du den Heli lernen, weißt du warum? Infanterie kann das Meer nicht betreten. Infanterie kann nur auf begehbarem Gelände entladen werden. Vergiss das nicht. Überprüfe, auf welchem Gelände Infanterie entladen werden kann. Du weißt noch, wie man das Gelände überprüft, wa? Ziehe den Cursor auf ein Gelände und drücke die R-Taste. Versuche es ruhig mal. Testen wir nun die Funktionstüchtigkeit des Kampfhelis. Wähle ihn bitte an. Zum Thema R-Taste. Man könnte sich theoretisch das gesamte Tutorial sparen, wenn man die R-Taste kennt, weil wenn ich die R-Taste jetzt hier auf die Ebene mache zum Beispiel, dann sehe ich hier,
die Entdeckung, was ich davon hätte, wenn ich das Ding einnehmen würde, was ich nicht kann, also ist das hier nicht weggeschrieben, und man sieht die Wegkosten. Man sieht hier bei allen Einheiten außer den Reifen eine 2, eine 1. Also das heißt, normale Einheiten haben ein Wegkosten für dieses Gelände. Sprich, also ein Jagdpanzer zum Beispiel mal fährt auf Ketten und er hat einen Bewegungsradius von 6. Das heißt, wenn er über eine Ebene fährt, zieht das ihm einen von seinen Bewegungspunkten ab. Wenn wir jetzt einen Wald nehmen, da hätten Ketten 2 Bewegungen. Das bedeutet, wenn er durch einen Wald fährt, werden ihm 2 Bewegungspunkte abgezogen. Der kann folglich ein Feld weniger Wald fahren als vorher. Wenn er nur noch einen Bewegungspunkt hat und in einen Wald fahren möchte, so kann er das nicht, weil er 2 Bewegungspunkte bräuchte, um dieses Gelände betreten zu können. Also, man muss immer aufpassen, wie das Gelände sich auswählt. Die Deckung 2 sind zwar immer ganz nett, allerdings hat es hier auch einen Nachteil. Und speziell bei Reifen schlägt ein Wald ziemlich hart rein, weil mit 3 Punkten Geländekosten ist es ziemlich schwer, die bereiften Einheiten da irgendwie durchzukriegen. Vor allem, weil die einzig bereiften Einheiten nicht gerade viel Bewegungspunkte haben. Aber wir müssen uns den K-Heli mal ansehen. Der Kampfheli ist eine Flugeinheit, genau wie der Transportheli. Das bedeutet, Gelände hat keinen Einfluss auf seinen Bewegungsradius. Aber er profitiert auch nicht von unterschiedlichen Gelände. Was irgendwo logisch ist, denn er befindet sich auch immer in der Luft. Seine Feuerkraft, tja, das solltest du selbst herausfinden. Der Jagdpanzer ist in Reichweite. Teste den Kampfheli. Feuer. Ja, wir sind hier schon 49% Schaden. Und der Panzer macht uns fast gar nichts. Sind sie nicht beeindruckend? Kampfhelis können sogar Jagdpanzern schaden. Außerdem sind sie aufgrund ihrer Bewegungsfreiheit gut in Stellung zu bringen. Ich informiere dich nur ein wenig über die neuen Flugeinheiten. Sie gehören beide zur Luftwaffe. Alle bisherigen Einheiten, die du gesehen hast, waren Bodentruppen. Da Flugeinheiten immer fliegen, verbrauchen sie täglich Benzin. Kampf- und Transporthelis brauchen 2 Benzineinheiten pro Tag. Aber du musst dir diese Zahl nicht merken. Merke dir nur, dass sie jeden Tag Benzin verbrauchen. Nun weißt du alles Nötige über diese neuen Einheiten, nicht wahr? Alles Restliche überlasse ich dir. Möchtest du noch einen taktischen Hinweis? Na, gib her. Achte auf die gegnerischen Kampfhelis und Kampf- und Jagdpanzer. Nur unsere Kampfhelis können es momentan mit ihnen aufnehmen. Halte dich also so gut es geht außerhalb der Reichweite des Gegners. Vergiss darüber hinaus nicht, das Hauptquartier des Gegners morgen zu besetzen. Olaf rechnet sicher nicht damit, dass sein Hauptquartier so früh im Kampf eingenommen werden könnte. Also Beibruch. Ja, zum Thema Kampfheli gegen Kampfpanzer. Da hat der Kampfheli grundsätzlich den Vorteil. Er sollte allerdings trotzdem vermeiden, zuerst angegriffen zu werden, auch wenn es in diesem Matchup nicht wirklich viel, nur groß den Unterschied macht. Es ist ein 25 gegen 15% Matchup, das heißt, weder der Kampfheli machen großartig Schaden auf sich gegen, großartig gegenseitigen Schaden. Es ist allerdings dennoch von Vorteil, wenn man mit dem K-Heli zuerst angreift. Ich werde mich jetzt mal verbunkern, endlich mit meiner Taktik normal mache, wenn ich dieses Level, wenn ich in diesem Level besiegen will, also besiegen im Sinne von alle seine Einheiten ausschalten. Da ist diese Artillerie-Einheit übrigens die Schlüsseleinheit. Haha, ich sehe, dass Nell keine Kampfpanzer in Stellung gebracht hat. Auf, meine Truppen! Dieses Mal steht unserem Sieg nichts mehr im Weg. Meine Mech-Einheiten können den Beschuss standhalten. So, ich ziehe jetzt mal besser meinen Panzer hier zurück. Ja, ich ziehe ihn zurück. Und jetzt schießen wir erstmal mit der Artillerie den kleinen Kampfpanzer, Jagdpanzer ab. Oh, das hat sogar für einen One-Hit gereicht. Also es war kein direkter One-Hit, es war ein Finishing-Hit. So, zum Thema Kampfheli gegen Kampfheli. Das ist kein normales 55% Matchup, also normal, die meisten Einheiten, wenn sie gegen ein Ebenbild ihrer normalen Einheiten kämpfen, haben 55%. Bei den meisten Einheiten seht ihr nur eine 49, weil hier schon die Deckung von der Ebene abgezogen wird.
K-Helis fügen sich selber ziemlich krassen Schaden zu und man sollte daher bei einem K-Heli-Gefecht immer schauen, dass man den Erstschlag hat. 65% seht ihr ja gleich, wie der ausgeht. Wenn er in der nächsten Runde mit 3 Hitpoints noch gegen meinen 8 Hitpoints haut er mich vielleicht noch auf 6 runter, aber ich finish ihn dann. So, jetzt darf ich nicht vergessen, das Hauptquartier hier noch einzunehmen. Und ich stelle den Heli mal ein bisschen als Decoy. Also als Lockvogel. Denn NPCs lieben es wirklich, die Transporteinheiten anzugreifen. Und am allerwildesten sind sie auf die APCs, also die TTPs. Ja, und da sieht man mal einen K-Heli gegen Kampfpanzer. Mein K-Heli war jetzt schon beschädigt, deswegen er nicht mehr so viel Schaden gemacht hat. Aber der Grundschaden von einem K-Heli gegen einen Kampfpanzer ist 25%. Ein Kampfpanzer gegen einen K-Heli macht 15. Das heißt, der K-Heli ist grundsätzlich im Vorteil. Hier allerdings ist es halt die Sache, dass mein Heli schon ein gutes Stück eingesteckt hat. So, jetzt kann ich noch schauen, dass ich noch ein paar Einheiten vernichte, wenn ich das schaffe, um den Powerscore noch ein bisschen zu pushen. Allerdings werde ich das hier, glaube ich, nicht schaffen. Ich werde stattdessen hier den Kampfpanzer ein bisschen anschießen. Er macht einen Standardschaden von 45%. Das ist mehr als genug. Ich kann jetzt auch mit dem Jagdpanzer noch ein bisschen reinhitten. Da seht ihr, macht selbst mit 3 HP immer noch 2 Schaden gegen meinen Jagdpanzer. Und das ist das Heftige an Kampfpanzern. Also, wenn ich mich jetzt normal hier verbunkern würde, dann hätte ich diesen Move jetzt nie gemacht. Ich habe das nur gemacht, weil ich hier sowieso gleich gewonnen habe. Ich habe mich schon oft gefragt, warum Olaf so schlechten Gebrauch von seinen Truppen macht. Wie hoch die Qualität seiner Truppen auch ist, sie müssen sinnvoll eingesetzt werden. Naja, ich kläre dich nochmal etwas über die Blumenheiten auf. Sie werden auch in alliierten Basen oder Hauptquartieren nicht mit Munition, Benzin oder Trefferpunkten versorgt. Du hast noch keine gesehen, aber nur in Flughäfen können Flugeinheiten versorgt werden. Aber TTPs können ihnen Munition oder Benzin zukommen lassen, wenn wie es ja auch mit Bodentruppen tun. Mach weiter mit deiner guten Arbeit. Was zum? Mein Hauptquartier wurde erstürmt? Nell, du fiese Kleine. Du wüsstest, du wirst ein Fontanengriff nicht überstehen, also hast du das aus dem Ärmel gezogen. Aber es ist noch nicht vorbei. Tolkien, du hast gewonnen. Ja, hier fehlen jetzt ein paar Kraftpunkte, weil ich hier nicht wirklich so viele Einheiten von ihm in einer Runde ausgeschaltet habe. Bestehende Daten, ich überschreite.